Disco, Disco, Pogo, Pogo. Ich bin auf der Suche nach den Sephora Mystery Bags. Ich habe die auf meiner For You-Page gesehen und möchte unbedingt auch eine haben. Deswegen bin ich zum nächsten Sephora gerannt, habe dann die Mystery Bags gefunden und dann erstmal den Preis gesehen. 20 Euro. Das tat ein bisschen im Herzen weh, aber jetzt schnell ab nach Hause. So, ich bin jetzt wieder zu Hause und wir öffnen jetzt die Mystery Bag. Wie ihr seht, habe ich sie noch nicht geöffnet. Und ich möchte noch mal kurz hinweisen, die hat 20 Euro gekostet. Ich mache die Augen zu und fasse einfach rein. Hier ist das erste Produkt und es fühlt sich irgendwie wie so eine Badebombe an. Es ist eine Badebombe. Weiter geht's. Das nächste Produkt ist hier ein Lippenprodukt in Rot. Aber bis jetzt sind es keine 20 Euro wert. Okay, da ist noch was. Hier ist von der Sephora Eigenmarke noch Eye Patches drin. Und das war anscheinend auch das letzte Produkt. Also diese drei Produkte waren jetzt in der 20 Euro Mystery Bag. Schreibt mir mal in die Kommentare, findet ihr, es hat sich gelohnt.